Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Endless Legend mit den Ardent Mages. Wir befinden uns hier mitten in einer Kampfsituation. Ich habe schon so ein Stack verloren und der Gegner mehr. Ich wurde von ihm angegriffen auf seinem eigenen Land aus einer Stadt heraus, die ich sowieso einnehmen wollte. Das heißt, die Stadt wird gleich relativ leer und Dingens. Leer und verlassen sein. Was jetzt passiert, die werden ein bisschen heilen. Schade eigentlich. Und ich hoffe, dass die Leute mir das Ei in Ruhe lassen, weil ich brauche dieses Ei. Was habe ich überhaupt für Befehle gegeben? Gar keine, ich Idiot. Och, nö. Lasst das Ei in Ruhe, Leute. Gewitter? In Bochum? Ja, Bitch. Hast mich schon verstanden. Gewitter in Bochum. Wer ist denn hier der erste Fernkämpfer, der darf? Der. Ich will die Leute da vom Ei runterkriegen. Ah, hat sich anscheinend erledigt. Ach nein. Man greift meinen Helden an. Unschön. Unter anderem, weil es die Leute wieder geheilt hat. Sollte ich diesen Kampf verlieren? Ich meine, meine Chancen stehen gut, den Kampf nicht zu verlieren. Warum wurden die da geheilt? Hallo? Na gut. Da steht noch der Held, aber okay. Ah, der macht keinen Schaden. Das heißt, ich habe hier noch drei Squads Stalwart Companions. Stalwart Companions? Nein, Stalwarts einfach nur. Und, 1, 2, 3. Und dann das bisschen Kruppzeug da oben. Oh, Mist. Hauptsache Flächenschaden. Naja, der steht ja auch bald wieder auf, ne? Na, ich habe zwei Squads verloren. Und die mehr, so acht. Alter Schwede, das hat sich gelohnt. Für mich, für die jetzt nicht. Nope, ich habe fast keinen Dust mehr. Was als Dingens, Ardent Mage ganz schlecht ist, weil ich mit Dust ja coole Dinge tue. Wo wir bei coole Dinge wären. Nö, die versprochenen plus 16 stellen sich nicht ein. Was will man machen? Ja, dann, muss ich mit euch mal reden. Sorry. This is war then. You will pay for this. Nein. Ah, ich hätte mich näher an die Stadt stellen sollen. Auf jeden Fall fällt die dann nächste Runde vielleicht, wenn das hier noch nicht reicht. Die fällt nämlich diese Runde. Ja.
Das nehme ich gar nicht ernst. Ist noch nichts drin gebaut. Nichts. Was macht die KI eigentlich die ganze Zeit? Ich verstehe das nicht. Nein. Bloody War. Ich habe gerade mal eine Stadt eingenommen. Puh, ich habe ehrlich gesagt noch nicht genug. Ja, das kämpfe ich persönlich. Ich mache mir zu sehr Sorgen, dass ich eine Einheit dadurch verliere, dass die KI dämliche Entscheidungen trifft. Kann ich mit meinen Fernkämpfern hier oben drauf? Nein. Wieder nicht. Und launch. Ja, ja, da haben sie ganz schön zugehauen. Ah, das ist ja schon der letzte Squad hier. Gut, gut. Dann ist es wenigstens bald vorbei. 78 Schaden. Mhm. Bald vorbei. Ich hoffe, dass das auch wirklich die letzte Dings ist, die ich nehmen muss für einen Expansion Victory. Ansonsten, wenn der Expansion Victory entgegen der Patch Notes nicht eingebaut ist, nehme ich denen einfach alles weg, was sie haben. Hm. Was? Ach so. Das habe ich falsch verstanden. Ja. Gut. Kein Fluss, aber in einem Wald. Bla, Sewer System. City Hall. For your empire to grow and flourish, your cities must be well organized. This imposing administrative center ensures that finances, defense and commercial affairs run smoothly. Ah, das kann ich doch sonst nirgends bauen. War das vielleicht tatsächlich mal eine Hauptstadt, die ich hier eingenommen habe? Buyout at the cost of null. Das nehme ich. Construction complete. City Hall. Ich verstehe das nicht. Warum ich das da als Baumöglichkeit angeboten bekommen habe. So, und dann bringe ich mich mal in Position für die nächsten beiden. Aber was ist deren Hauptstadt? Wahrscheinlich nicht das hier vorne. Zuerst. Reinforcements. Ah. Reinforcements von hier. Das wird dann eine Hauptstadt sein. Woran ich das erkenne? Drei Milizen. Die ich alle kaputt gemacht habe. Ich weiß nicht. Okay.
Battle finished. Dismiss. Da ist nichts passiert. Aber für den Fall, dass die Victory Condition gefixt ist, dürfte ich jetzt gewonnen haben. Na, komm schon. Na? Na? Und? Nothing. Ach doch, Victory. Okay. Era 4, Age of Industry. Mhm. Hoppy, Adam Mages has achieved victory. Sind das Klammern oder ist das eine Null? Score Screen. Ja, dafür nochmal eine eigene Folge zu starten, hat sich fast gelohnt. Ja, insgesamt gucken wir uns den Score doch nochmal an. Ich habe Overall Score, habe ich zugelegt mit den Kriegen. Military war ich die meiste Zeit vorne. Das war der große Kampf eben. Expansion ebenfalls habe ich losgelegt. Population ist auch mit den Kriegen stark angestiegen. Research habe ich die Vaulters am Ende des Spiels gerade so eingeholt. Food. Ja, da sieht man auch deutlich die Winter zwischendrin. Warum Food hier so niedrig war, weiß ich nicht. Ich habe nicht in einem Winter das Spiel beendet. Aber okay. Industry war ich vorne. Dust. Also vor dem Krieg mit den Broken Lords waren die deutlich vorne. Science war ich vorne und habe die Vaulters überholt, als ich sie ausgelöscht habe. Influence, ja, diesen Anstieg an Influence verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Empire Approval war bei mir ganz, ganz schlecht die meiste Zeit. Da habe ich noch kein Händchen für. Und Relation Points, bin mir nicht sicher, was genau das ist. Hier eine ziemlich glatte Kurve, ein plötzlicher Knick und gleichbleibend. Erster Krieg, zweiter Krieg, dritter Krieg, da sieht man den Knick ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, Mission accomplished. Endlich mal ein Spiel zu Ende gebracht. Badam! Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Subscribe freuen und man sieht sich beim nächsten Mal. Hoffentlich. Tschüss!